Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu meinem Let's Play A Plague Tale. Ich weiß immer noch nicht, welcher Part das ist. Ich weiß es leider wirklich nicht. Ich glaube, das müsste der 17. Teil sein. Wir haben das rote Buch endlich bekommen und versuchen, da wieder rauszukommen mit heiler Haut. Sieht aber momentan nicht so gut aus. Bitte sag, dass sie nach draußen führt. Sie führt nach draußen. Frische Luft. Ich rieche Feuer. Oh, Scheiße. Meine Güte. Feuer. Haben wir... Das Feuer breitet sich aus. Ist der Großinquisitor noch da drin? Woher soll ich das wissen? Geh und sieh nach und gib den Befehl zur Evakuierung. Das ist gut. Wir sollten das ausnutzen. Verdammte Ratten, das hat mir gerade noch gefehlt. Die Ratten, der Schild. Wir kommen nicht an ihn ran, Rodrik. Warte, bei der Befragung in der Bastion habe ich gesehen, wie der Alchemist ein Zeug hergestellt hat, das sie Extinguis nennen. Das löscht die Flammen. Ich wollte es für später aufheben, aber... Ein Versuch ist Neuer wert. Kram. Ich mag neuen Kram. Total. Bin ich immer dafür. Oh, hoppala. Ich wollte auch die richtige Taste drücken. Ja... Feuer zielen. Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Hoppala. Irgendwie war das nicht so schlau. Könnte ich es wieder rückgängig machen? Ein Versuch ist es wert. Aha. Es hat funktioniert. Das ändert alles. Vor allem für sie. Also kann ich jetzt alles mitnehmen. Na gut, nicht alles, aber... Die ganzen Bücher werden verbrennen. Es ist nicht deine Schuld. Denk an dein Buch. Ja, wir müssen hier raus. Ich muss zu Hugo. Ich glaube, die Kinder haben das Feuer gelegt, damit sie rausschleichen können. Ich die in die Finger kriege. Wo bist du? Ja. Natürlich haben sie alles absichtlich gemacht. Sind so durchtrieben. Salpeter und Stein.
Also der zweite Alchemistenwagen, den ich finde. Werkzeug. Und jede Menge Korms, die ich mitnehmen kann. Mal gucken, ob ich noch was machen kann. Oh, Luminosa, ganz wichtig. Was Alkohol und noch was Alkohol. Und da war Schwefel, noch was. Ah, jetzt habe ich nicht mehr genug Zeugs. Ich brauche dafür eh viel Sanguis. Verarschen. Hammerhart. Also eine Blume und eine. Ja, hier haben wir schon jede Menge verpasst. Ja. Wir müssen direkt aufs Feuer zugehen. Das ist der einzige Weg. Stoff und Schwefel kann ich mitnehmen. Nichts. Ich hab nichts gehört und nichts gesehen. Ganz ehrlich jetzt. Ach, brauche ich nicht. Ja? Kann ich wohl nehmen. Hey, was tust du denn da? Steine. Oh, Steine. Pisangbis. Wenn ich noch einmal gehe, wenn ich es noch einmal finde, dann gehe ich nochmal zurück. Salpeter. Schwefel. Schwefel. Und Steine. Und dann auf ins Feuer. Müssen wir wirklich da rein? Ja, tief Luft holen. Gehen wir. Ach, ah, es ist jetzt schon Scheiße so heiß. Das ist die Hölle. Oh, was? Was sollen wir tun? Mir nach und pass auf dein Buch auf. Sie sind hier. Kümmere dich nicht um sie. Oh Gott. Hilfe! Mach Hilfe! Mach auf! Komm schon! Hörst du mich? Verschlossen! Dahinter brennt es! Bleib zurück! Was tust du da? Öffne sie! Rodrik, ist sie gut? Ja! Lauf! Wir sind fast da! Scheiße! Nach links! Ah.
Ja. Komm! Hier lang! Bleib dann stehen, lauf weiter. Ah, Mann, das Leben. Kapitel 11. Am Leben. Ach ja. Da sind sie ja wieder. Aber mal alles, Jens. Da, sie ist zurück. Amicia! Ihr wart erfolgreich. Hier, aber Vorsicht. Riecht etwas angesenkt. Wer ist das? Rodrik. Aber psst. Das Sanguinis Itinera. Was steht in dem Buch? Das. Die Geschichte eines kleinen Jungen, dem es bald viel besser geht. Genau, ich bin am Verhungern. Wer noch? Ich! Kommt, essen wir. Das haben wir uns verdient. Ja, auf jeden Fall. Du auch. Komme. Ich hab dir was mitgebracht. So eine Zwicke. Nennt man das, glaube ich, damals so eine Nasenzwicke. Ja, so. Eine Brille. Auf gut Deutsch. Nein, nein, nein! Verflucht! Es ist gar nicht gut. Hey, ist alles in Ordnung? Es ist nichts. Alles klar. Diese Tür, hast du die schon mal geöffnet? Sie klemmt. In diesem Teil des Chateaus waren wir noch nicht. Willst du sehen, was dahinter ist? Nun, Hugo schläft. Leder. Ah, hier kann ich nicht hin. Okay. Wie sieht's denn hier aus? Na los, Rodrik wartet auf mich. Ach so. Entschuldige bitte, ich wusste nicht, dass du verabredet bist. Ah. Das ist zwar keine Wache der Inquisition, aber zum Üben wird es reichen. Mhm. Ja, lass uns nachsehen. Wenigstens weiß ich, wie das geht. Na also. Das war wirkungsvoll. Und hat kaum wehgetan. Komm, wir gehen. Ja, die Tür hat sich nicht berührt, da hast du recht. Spürst du das auch? Nein, was? Dieser Ort wurde seit langem nicht mehr betreten. Hier liegt etwas in der Luft. Ja, Staub. Nein, es sind die Steine. Als würde man ein Gespräch unterbrechen. Ah. Ich spüre das hier zum ersten Mal. Mhm. Also wenn sie unterbrechen, wenn jemand reinkommt, dann waren es sehr private Gespräche. Das sieht gefährlich aus. Das sollten wir fürs Erste lassen. Noch eine Tür. Wollen wir weitergehen? Da willst du auch nicht, ja. Gut. Dann machen wir nochmal. Schauen wir mal, wo sie uns hinführt. Oh, der Innenhof. Eine Abkürzung. Salpeter. Ganz schön schlagen. Aber eine Werkbank. Oh, hey, das hätte ich beinahe vergessen. Ich kann nichts machen. Das ist das dein Ernst? Gefunden. Sieh dir das an. Noch eine Geschichte über Steine? Du hast gar nicht so unrecht. Leder und Schnur fehlt mir. Nein, da liegt doch Schnur. Sei nicht so. Wo ist er hin? Wo war hier so lang? Außer du meckerst du auch. Alkohol. Wie viel kannst du nicht mitnehmen? Ich komme! Alter, wie geht denn der?
seltsam. Ah, ich kann nicht laufen. Ich glaube, ich habe Stein im Schuh. Ich kann nicht laufen. Hier ist Schnur. Es fehlt mir aber noch Leder. Auf jeden Fall. Was machst du denn? Es hat ewig gedauert, das alles in Ordnung zu bringen. Entschuldige bitte. Ein Fresko. Es kommt mir seltsam bekannt vor. Das sind die gleichen Zeichen wie auf den Säulen. Das Chateau will uns doch etwas mitteilen. Und was teilt es dir mit? Ich verstehe zwar nicht alles, aber ich denke, dass wir hier bleiben können. Amicia! Komm schnell! Es geht um Hugo! Oh nein, ich komme! Brauchst du mich? Ich rufe dich. Komm schon! Schnell! Ja, ich komme. Keine Sorge. Alles gut. Ich bin hier, Lukas! Schnell! Hugo, bitte! Es wird immer schlimmer. Die Makula breitet sich zu schnell aus. Ich weiß, Amicia. Ich tue mein Bestes. Ich befolge schon die Anweisungen des Buches. Aber es wird zu lange dauern. Ich brauche ein richtiges Labor. Wie das von Laurentius? Nein! Ich brauche bessere Ausrüstung. Vielleicht meine Mutter in unserem Haus. Vielleicht hat sie dort die nötigen Dinge. Du hast recht, wir sollten es versuchen. Alicia, Lukas! Oh mein Gott. Ich glaube, die Zwillinge sind zurück. Du hast ihn gefunden! Mehr tot als lebendig. Aber ja. Amicia, wir sind gekommen, weil... Ja. Arthur, sag du es ihr. Nach unserem kleinen Abenteuer mit euren ketzerverbrennenden Freunden landete ich in einer Zelle der Inquisition. Eines Tages sah ich die Wachen eine Gefangene begleiten, die sehr schlecht aussah. Diese Bastarde wollten wissen, wo ihr Sohn war. Also drohten sie ihr. Und ich hörte ihren Namen. Beatrice Theron. Mutter lebt? Sie lebt! Und du hast Arthur befreien können. Das war nicht leicht. Glaub mir. Du könntest... Was? Vergiss es. Ich bin ein Niemand. Aber sie ist zu wichtig für den Großinquisitor. Er... befragt sie. Ständig. Sie... foltern sie? Hugo darf davon nichts erfahren. Nicht einmal, dass sie lebt? Es könnte ihm helfen. Und was sagen wir, wenn er sie sehen möchte? Ihr sagt ihm nichts. In Ordnung? Oh nein! Hugo! Hugo! Die nächste Schwelle steht bevor. Wir müssen sofort los! Heim zu mir! Jetzt! Ihr geht. Wir bleiben bei ihm. Alles wird gut, kleiner Bruder. Versprochen. Dieses Mal heilen wir dich. Gut. Ich hole das Sanguinis Itinera und ein paar Tränke. Und dann gehen wir. Ja. Ach ja. Kapitel 12. Alles, was bleibt. Ach ja. Wir sind da. Amicia, ist alles in Ordnung? Ja. Es ist nur seltsam, zurück zu sein. Gehen wir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zurückkommen würde. Zumindest nicht so bald. Wir finden die Tränke und verschwinden. Vielleicht sind wir vor Sonnenaufgang wieder zu Hause. Das wäre mir recht. Ja, aber hier machen wir einen Cut. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo. Ich freue mich ganz doll. Und wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Eure Florinde.